Und jetzt, meine Damen und Herren, spielen wir das vierte Kapitel. Servus, hallo. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Loading, meine Damen und Herren, der Ladebildschirm. Where? What happened? Is that the metro? How did I get here? I can't remember. Das ist Alex. Wir sind der Vater. Der Vater unseres. Das Spiel klingt auf jeden Fall gut. Mit der Metro hatte das vorher überhaupt nichts zu tun, was wir gemacht haben. Ich will, glaube ich, die Dinger hier nicht anschalten, oder? Folge dem Licht. Exit. Exit klingt nach dem, was wir machen wollen. You, oh. You son of a... You motherfucker. You're going to tell me where Sam is right now, or I'm going to hurt you real bad, you fucking bastard. They are dead. Dead? Sie sind tot. What are you talking about? Who's dead? My family is dead. My wife. My daughter. My son. They are all dead. What the hell are you talking about? They are all dead. Are you being serious? They are all dead. So, you have nothing to do with Sam? They're all dead. Sam was unsere Tochter. I'm so sorry, I didn't know. I was looking for... They're all dead. Okay, Fucking hell, what am I doing here? Ich glaube, er wiederholt sich. I need to get out of here fast and find Sam. Ja, also, das ist unser Hauptquest. Get out of here ist die neue Quest. Können wir irgendwie... Jetzt hab ich get out of here. Können wir mit dem nichts machen? Also nur damit du Bescheid weißt, in den vorherigen Kapiteln hatten wir halt auch eine Figur, die so gekleidet war, aber mit Maske. Und die hat uns ziemlich hart gejagt. Nee. Klar, ein PC. Kann ich nicht benutzen? Wieso kann ich den nicht benutzen? Ganz ehrlich, was wird das wohl sein? Ladies and Gentlemen, natürlich hat irgendjemand sein Passwort aufgeschrieben. Ohne Scheiß. Also ich komme ja aus dem Bereich der IT. Und wie viele Personen ihren Passwort am Bildschirm kleben haben, beziehungsweise das machen wollen, es ist einfach nur strafhaft. Okay, wir halten das jetzt einfach mal. Press F for type. Ja. 4A948. Ah, genau, mit. Gut, können wir das bitte wieder gehen? Dankeschön. Ja. Können wir den jetzt benutzen? Wir wissen das Passwort. Ich werde es eingeben. Hallo. Funktioniert super. Am Bildschirm kleben ist auch eher selten dämlich. Ja, aber es wird halt gemacht. Und guten Morgen, Raschka. Okay, der Raum ist eher unspektakulär ansonsten. Beziehungsweise ich kann nichts machen. Wir haben eine Taschenlampe. Roland, benutze sie. Ey, wenn ich Shift, also Space drücke, dann nutze ich im Grunde genommen sowas wie eine Art, mich zu entspannen und damit kriege ich meine Sanity wieder hoch, wenn wir in dem Kontext bleiben. Ist komplett englischer Spiel? Ja. Wie, du musst den Stream verlassen, Jenka? Ah, dein Datenvolumen-Drop. Ja, aber Nachtigall, ich würde da versuchen, so gut es geht zu übersetzen.
Oh, zumindest inhaltlich. Also ich gehe jetzt nicht automatisch davon aus, dass alle Englisch können. Mein Englisch ist auch eher so, könnte besser sein. Okay, das hat uns auch überhaupt nichts gebracht, außer dass wir wissen, hier leben ziemlich viele Leute, die Bier trinken. Wenn ich wieder zu Hause bin, schläft ich wieder ein. Ach, du schaltest wieder. Alles klar, mach das, Jenka. Dann bis gleich. Bist du noch da? Du bist immer noch da. Unknown Guy. Boarding Area? Sind wir am Flughafen? Kommen wir in den Zug rein? Ja, hi. Oder heißt das Boarding Area einfach nur Einsteigebereich? Ich bin ja auch da jetzt nicht sicher, wenn der Scheiß hier Wine Whale Fail Park zu sein. Und das ist da, wo wir auch die ganze Zeit waren. Wir haben keinen Schlüssel. Wir können natürlich einfach mal nach oben gehen. Boarding. Ich kenne halt Boarding. It's always so sad to see people suffer. Nochmal, was hast du gesagt? Hi. Möchtest du mit mir reden? Ich kann ihm auch kein Geld klauen, ne? Hallo. Wieder da. Hallo, Mitchi. Ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. 4, 5. Wieso ist das alles unscharf? 4, 5, 6. The revolving door is locked. I should still have a ticket on my phone from before, but my battery's dead. I need to find a way to charge my phone. Maybe I can find something in the staff room. Warum ist das so, wie es ist? So, jetzt versuchen wir uns wieder, unsere Sanity wieder zurückzuholen. Krass, oder? Also wir müssen im Grunde genommen immer Shift drücken und dann sind wir wieder setted. Okay, wir wollen unser Handy aufladen. Okay, Handy-Ladekabel. Ich hätte jetzt gesagt, im PC. Wo findet man hier ein Handy-Aufladekabel? There's a power socket here, but I'm missing a charging cable. Didn't the vending machine have one? The vending machine? Die Dinger hier, ne? Damn, I don't have any money on me. Maybe I can find some coins here. Ich habe Coins gesehen! Brudi, ich brauch die dringender als coins. Du. But I can't just steal. That should be enough coins. Klar kannst du das. Buy the charging cable from the vending machine. Es geht um deine Tochter. Du wirst dich wundern, was du alles kannst. Chira. Hier, Herr Moin. Ja, mein Twitch-Baby, Chira. Voll böse. Es geht um unsere Tochter. Für unsere Tochter würden wir alles tun. Wir brauchen ein Charging Cable. So, ich wette, jetzt kommt der in Anführungsstrichen. That can't fucking be. Oh, come on! Give me the damn charging cable. I need to find Sam fast. Now I can charge my phone in the staff room. Wir sollten eine Tür zumachen, bevor der Kamerad wach wird und sich wundert, wo die Kohle hin ist. Sorry. Hey, what are you doing? Let me out of here right now. Get out of here. Nein, Mann! Wir warten jetzt, bis das Handy aufgeladen ist.
Ich will nicht raus, ohne dass das Handy aufgeladen ist. Was hältst du von Mika? Wie kommst du auf Mika, Shira? Ach, Mika. Für unser Twitch-Baby. Was ist eigentlich die Story dieses Spiels? Raschka, relativ easy. Wir suchen unsere Tochter. Wir waren verabredet am Park, aber es ist nie dazu gekommen, dass wir uns gefunden haben. Also, und wir jagen ihr gefühlt immer einen Schritt hinterher. Immer wieder einen Schritt hinterher. Ja, Mika ist gut. Mika finde ich gut. Okay, wir können die nicht nehmen, aber hey. He locked me in here. I need to find something to unlock the door again. Okay. Wir können endlich den PC nutzen. Also AI 948 DMC. Enter. Ja, immer wichtig. Was ist alles hier für... Was ist das Spiel? Keine Ahnung. Okay. Hört ihr es klicken? Voll gut. Können wir das einfach nicht restoren? Ich will das wieder wiederholen. Geht das nicht? Okay. Dokumente! Shift Schedule. Also, wie spät ist es? Das wäre jetzt wichtig, in welchem Tag haben wir. Dann könnten wir wissen, wer hier Schicht hat. Ansonsten sagt uns das erstmal nichts. Codes. Safecode 2983. 2983. Gehen wir zurück. Raus. Anna, Frühstück macht das. There, a key. Maybe it'll get me out of here. Ja, ich gehe davon aus. Soll ich mitnehmen? Hallo? Ja, Licht funktioniert super. Ah, this damn headache. I feel so sick. Everything is spinning. Shit. I think I'm gonna throw up. Okay, go to the toilet quickly. Okay, wir müssen zur Toilette. Müssen wir uns begeben oder was? Hauptsache unser Handy wird geladen. Das ist doch das Wichtigste. Oh, richtig. Ah. Einladende Toilette ist das. Da pisst jemand. Ja, abgeschlossen habe ich nicht, ne? Moin. Würdest du bitte die Hände waschen? What the? Wer oder was bist du denn? Sacherei. Wer oder was seid ihr? Tür rein. Oh, wenn die jetzt näher kommen, ne? Da muss ich leider hart eskalieren. Hier ist überall abgesperrt. Wir werden quasi in die Bahn hingebracht. Geführt. The door didn't move earlier. Schon ein bisschen creepy. Ein bisschen? Guck dir die Kameraden an. Die mega creepy. Ja. Ich wette, jetzt geht's zu, weil ich drin bin. Das ist keine Puppe. Leave me the fuck alone. What do you want from me? Ah, das ist zu! Das ist auch zu!
Hallo Franzi, hallo Michi. What just happened? Ja, ist eine richtig gute Frage. This is just my imagination, nothing but my imagination. Ich wollte gerade sagen, wo hätte ich denn... Get out of here. Wie hätte ich der ganzen Geschichte denn entgehen sollen, bitte? Es war überall alles zu. Ciao. Und wo ist meine Flashlight? Wo ist meine Taschenlampe? Get your phone. Okay, I'll get my phone. Wir rufen unsere Tochter an. Sam, please pick up, please. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in der U-Bahn. That can't be. Unten. Sam is still alive. I know that. Kein Empfang. Get out of here. Könnte ich jetzt bitte meine Taschenlampe wieder? Das sind die Textnachrichten von unserer Tochter? Ja. Beruhig dich. So, wir wollen hoch. Wir müssen hier raus. Lass uns mal raus. So, wir können ja jetzt unser Handy nutzen. Handy nutzen. Ja, ciao. Nein! Auch Event. Uni. Kein Uni. I failed as a big brother, Sam. Großer Bruder! Is a loser. I couldn't protect you. Entschuldigung. Ich hab gedacht, wir wären der Vater, aber wir sind in Anführungsstrichen nur der große Bruder. Licht und so. Errungenschaft freigeschaltet. Fresh Air! Nice! Brauchen mehr frische Luft. Ops, genau. You are such a hopeless case, Alex. Hab ich überhaupt die Twitch-Kategorie geändert? Ja. Good. I should have stayed in the clinic. Wait a minute. Ja. Isn't that one of Sam's shoes? Genau, wir sind einen Tag aus der Klinik raus. Unknown. Genau, und wollten uns mit unserer Schwester treffen. So. Es wird ein Schuh draus. Sind das jetzt nicht zwei passende Schuhe? Hier wollen wir nicht wieder rein. Park. Boah, da werden Erinnerungen wach. Was haben wir da? Was bin ich da rumgerannt, ey? Kaffee wird gut. Kommen wir nicht rein. Kommen wir gar nicht weiter. Ich will aber nicht in den Park. Follow Sam's shoes. Ich folge den Schuhen, aber... How the fuck did you idiots lose that little girl? That's just a stupid little kid. We are going to split up. First one to find the girl gets to keep her after I'm done with her. Go now. Move and fucking search. We'll find you, little one. Get ready. That must be Sam. But who the hell is that and what do they want from her? I need to call the police quickly. Mm-hmm. No, not now. Come fucking on! Hell. Jetzt hast du ein I Handy. I can use the phone booth in the park, but they mustn't see me. Then I can call the police. Erst Akku alle, dann kein Signal. Handy, das Handy haben wir nur als Taschenlampe, weißt du? Ja, und jetzt? Weil ich bringe mich mal wieder hoch. Call the police from the phone booth. Wo haben wir denn die Phone booth? Die Telefonzelle war aber drin.
Ah. What the hell are our men doing here, and what has Sam got to do with it? Können wir bitte Licht haben? Ich hätte vorher so gucken sollen. Also, ab zur Telefonzelle. No. Wait. Bitte was? Am I dead? Hallo? Alex? Ja! Do you remember how we used to feed the ducks at the pond back then? Ja. Yes, I do. One duck even came so close to you afterwards that it pecked you in the hand. Yes, that hurt. I lured them away after that. Be happy. Of course I'm happy. Not everyone has such a great brother. Really? Is that how you think of me? Are you stupid? Of course I think so. How many times have you protected me? From mom and dad, from supposed friends, from stupid boys, and now from ducks. Oh, Sam, thank you so much. Sometimes I just feel like I don't do enough for you, you know? Don't be like that. You're a great brother. You always have been, Alex. I do my best. I promise. And that's exactly why you need to open your eyes, Alex. Do it. Do it for me. Please. But it's so exhausting, Sam. Life is so damn exhausting. I know. I really do. But you have to live. Life is a gift. A blessing and a curse. A double-edged sword that you must learn to handle. But I... Okay. I'll open my eyes. I'm only doing this for you, Sam. Okay. Ich werde das gleich kurz zusammenfassen, was da passiert ist. Okay, also wir sind irgendein Blitz, ja, dann war scheinbar tot. Und dann haben wir einen Monolog, nicht Monolog, einen Dialog mit Sam in unserer Vorstellungskraft, worum es darum geht, ne, hey, du warst so ein toller Bruder, erinnerst du dich noch an, wie du mich vor den Enten gerettet hast? Und ja, klar, war ein cooler Tag. Und sie so, ja, du bist sowieso ein ganz großartiger Bruder, wie du mich beschützt hast vor Mama, Papa, irgendwelchen dummen Jungen und auch vor Enten. Und sie sagt, hey, du weißt, was du jetzt für mich tun musst? Du musst die Augen öffnen. Und er sagt, ey, ich bin so exhausted, erschöpft. Und dann sagt sie, ja, tu es für mich. Und da vorne läuft irgendein Licht. Und ich weiß nicht, ob ich das Licht finden möchte. Ja, voll gerne. Aber wo komme ich jetzt zu dieser Telefonzelle? Oh, hi. Ich glaube, die möchte ich nicht treffen. Lass uns abseits der Wege gehen. Wir sind die Hobbits. Wir gehen abseits der Wege. Das ist die Telefonzelle. Enter a number. Yeah, what kind of number? Call the police. Wir sind in Amerika, ne? Call on me. 911, what's your emergency? Hello, this is Alex Green. I'm at the Wine Vale Park. There are several armed men here looking for my little sister Sam. Please, come quickly. Oh Gott. Okay. Wir erreichen Polizei, wir sagen kurz, ey, hier stimmt was nicht. Und genau, bonk. Kriegen einen auf den Deckel. Another nightmare. Ein Witcher-Brett! Oh, wir trainieren. Alex. I have to take my pills. I have to take my pills. Okay, ich muss halt Medikamente nehmen. Und Nachtigall macht das. Ab aufs Trampolin mit dir. Ein Witcher-Brett. Du bist also eher der spirituelle Typ. Pillen, 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 pillen. Wo würdet ihr pillen? Ah, Gamer. Okay. Wo willst du den Film verstecken?
Danke, Joey. Wo würdet ihr Pillen verstecken? Badezimmer, Nachtigall? Du sollst am Trampolin springen, nicht schreiben. Badezimmer. Kann man nicht schreiben? Joey sagt Küche. Küche. Je nachdem, wann und wo ich die Pillen nehme, hätte ich sie wahrscheinlich eher am Bett. Bevor wir schlafen gehen. Are you still watching? No. Ich will das Feature-Brett nutzen. Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Medikamentenschrank. Und I should go back to sleep. It's late. Nein, ich will das Witcherbrett nehmen. Okay. Machen wir überall das Licht aus. Wir wollen Strom sparen. Unser Beitrag für die Rettung der Welt. Haben wir. Flur. Eisblümchen, hi. Gar nicht gruselig. I'd already switched that off. Was? I'd already switched that off. Ja, gut, aber... Fernsehen? Was wusste die Fernbedienung von der Glotze? Wir versuchen so. I'd already switched that off. Ja, gut. Will er sich hier hinlegen? Wieso? Ich wollte gerade sagen, er hat das ja ausgemacht. I'd already switched that off. Ach, das Licht ist draußen. Again? Vielleicht steht hier irgendjemand. This is really strange. Ja. What's going on here? Richtig gute Frage. Witcher! This can't be true. The Ouija board is moving. Sam? What does that mean? Samantha? What just happened? Auf ein weiteres Monat. Grinsender Smiley. Andrew, ich danke dir vielmals für deinen Resub. Jetzt auch schon. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Arandi, guten Morgen. Hi, wie geht's dir? Okay, ja, was machen wir jetzt? Turn off all lights. Pick up. Es hat geklappt. Wieso klappt das? Wo klappt das? Wieso klopft es? What the? Hello? Ey, das wird so ein Jumpscare kommen, ich weiß es doch. Who's there? Hi. Who could that be at this hour? Check the door. No one here. Did I imagine that?
Nee, da kommt mit. Auf jeden Fall kommt da ein Jumpscare, Mann. Ah! Ich will das nicht! Warum mache ich das? Geht weg! Geht bitte einfach! Komm, wir machen überall das Licht aus, wir pennen. Check the door, haben wir. Ich hasse die. Tschui. Die Tür ist gegangen. Welcome! Wow, I really didn't think it could be so fun. See, I've always told you that video games are awesome and you never believe me. Maybe you should have tried to convince me more. You used to play even more. That's true, but I ended up with a really cool job and fulfilled my dream. Hey, Sam! Hey, Sam! Is that you? Hello? Hello? Is anyone there? Who's there? This is Alexander Green from Flat 2B. I just heard my little sister Sam behind the door. Is she there? Sam, what are you doing? What? Is this a joke? I'm Alexander Green and I live in 2B. How do you know about my sister? Are you kidding me? Open the door, Sam. Get out of there now. Who is this lunatic you've been hanging out with? Alex? Who is that? And why does he know my name? I don't know who that is. Just ignore him. Oh. Just like you. I have goosebumps. It's me, Sam. Your brother Alex. Don't you recognize me? Listen, buddy, I don't know who you are or how you know us, but please do us a favor and just go away. Otherwise, I'll be forced to call the police. Shut your fucking mouth. I don't know what you're doing, Sam. If you don't open the fucking door, I'm gonna break it down. Alex, this guy scares me. Okay, that's enough. Sam, please go to my room and lock the door. I'm calling the police now. I can't lose any time. I have to get this door open somehow. Sam, your brother will save you. Wait for me. Quintessenz. Er klopft an die Tür, hört seine Tochter und auch seine Stimme und klopft ran und im Grunde genommen ist er mit seiner Tochter eigentlich hinter dieser Tür und die wundern sich, hä, warum klopft er überhaupt hier, was will der hier? Und er sagt, ja, ich will meine Schwester, komm raus, komm raus! Sorry, Schwester, sorry, ich bin Little Sister, ja. Entschuldigt bitte, ja natürlich seine Schwester. Und er muss jetzt da rein. Dann tritt mal den Bums auf hier. Zeit für ein Brecheisen. Per Zufall steht hier ein Brecheisen. I'm gonna open this fucking door now. Bam. Bam, bam, bam. Sam, where are you? It's me, Alex. Nimm es mit! The flat looks exactly like mine. How can that be? Nur, dass der Fernseher aus ist. The computer was left on. Und sie hat ja vergessen. Wait a minute. These are my emails. Okay. Suspicious activity on your account. Also, verdächtige Aktion auf deinem Account. Lieber Kunde, unglücklicherweise, wir haben suspend bekannt. Habe ich doch gerade gesagt. Verdächtigen. Also eine verdächtige Aktion auf deinem Account. Please reset your password by checking the following link. Also bitte einmal das Passwort zurücksetzen. Sus ist doch mittlerweile ein deutsches Wort. Ja, ich weiß, finally. Aber ich bin ein Boomer, weißt du. We apologize for the. Also wir. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Bla bla bla. Boinwell Bank. Es geht um die Bank. Okay. Das war im April. Ich möchte dazu sagen, er bekommt nicht besonders viele E-Mails. Also, deine Bestellung ist nicht angekommen. Bla bla. Could not be delivered after several attempts. Please contact Customer Support for further information. Also die Lieferung konnte nicht angenommen werden. Oder konnte nicht geliefert werden. Das Postfach in der Tat, oder? Die 40 Euro bekommst du zurück. Omozon Shop. Oh Gott. Omozan Shop. Wie geil ist das denn? Simple Money Tray.
Trick. Oh mein Gott. Ich habe nein. Eine Phishing-E-Mail. Ich habe. Siehst du Österreich? Österreichische Entwickler. Ich habe. Hey, ich habe ganz einfach 7290 Euro letzten Monat mit einem simplen Trick gemacht. You also want to finally quit your dull job and be free. Du möchtest endlich deinen langweiligen, blöden Job kündigen und frei sein. Dann folge einfach diesem Link, um reich zu werden. Ich sehe dich auf unserer Yacht. Klicke diesen Link. Sus. Alexander Green, das sind wir. Lieber Alexander Green, you are satisfied with your new car, Raiders. Also ich habe wohl ein neues... Genau, wir haben ein neues Auto gekauft. So ein Cabrio, um auch unserer Tochter, Tochter sag ich schon wieder, unserer Schwester zu imponieren. Stimmt, da habe ich, daran erinnere ich mich auch noch. Wir hoffen, dass du glücklich bist mit deinem neuen Auto. Wir haben versucht, dich mehrmals zu erreichen. But have not yet received a response from you. Aber keine Antwort von dir erhalten. Would be happy if you can rate us with a, wir hoffen, dass du uns mit einem 5-Sterne-Bewertung bewerten könntest auf Bobble. Natürlich, unser Team ist still available for questions. Unser Team ist weiterhin verfügbar für weitere Fragen. Und falls noch weitere Fragen hast zu deinem Auto. Wir wünschen dir viel Spaß und mit deinem neuen Lifestyle. Das war nämlich der Grund, weshalb wir auch ein neues Auto geholt haben. Your HP House. Haben wir irgendwas gesendet? Nein. Haben wir irgendwas im Müll? Nein. Okay. Ein Handy. Unknown number. Unknown ist relativ häufiges vorkommendes Wort in dem Spiel. Hello, Alex. Hi. Who is this? Someone you know very well. Yeah. What? Spit it out. Who are you and how did you get my number? You're sitting at the computer right now, aren't you? What the? How do you know that? Haven't I already said that I know you very well? Are you here? In my flat? I'm calling the police. You don't have to. I've already done that. Excuse me? I have a little surprise for you. I'm hanging up. Can you do me a small favor before you do that? What the hell do you want from me? Can you turn towards the bathroom? Auf gar keinen Fall. Someone is waiting for you there. Übrigens, moin. Ja, ich kenne dich sehr, sehr gut. Brauchst nicht Polizei rufen, habe ich schon getan. Kannst mir Gefallen tun, dreh ich mal um zum Badezimmer. Warum? Where am I? Ja, da scheint gerade Sam gewesen zu sein. Shit, I can't move my arms. I've been tied to the chair. Jetzt sind wir in einem Schuppen. Isn't that the powerhouse in the park? Ja, das ist das Powerhouse in dem Park. Bloody hell, my head. Wir sind zurück. I need to untie myself here somehow. Wir sind zurück. The chair is made of wood. I should be able to break the armrests when I swing from side to side and forward the chair to the floor. Ich danke dir vielmals für deinen Arbeitsblock. Dankeschön. Okay, also worauf wollte ich hinaus? Also die... Er ist jetzt angefesselt. Also angefesselt. Er ist gefesselt an einem Stuhl, Holzstuhl. Wieder zurück im Park. Das ist die, Stromhäuschen von dem Park. Und wir sollen versuchen, uns zu befreien. Wenn ich mich ganz viel bewege. Hopp, 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 hopp. Funktioniert super. Free yourself! Ich sehe noch nicht so richtig wie. Wir kommen an nichts dran. Mit Space wackele ich hin und her. Ich die Leertaste spamme. Stand da gerade. Boah, war wir ziemlich lange hin und her gewackelt. Kann ich jetzt kriechen? It worked. I'm free of the ties. Okay, wir haben uns hin und her bewegt und sind jetzt scheinbar entfesselt. Unleashed. Ah, genau so haben wir das letzte Mal gemacht. Okay. Hi. Wir haben 92% Akku. Danke dafür. Okay, sorry. Das ist diese Space-Taste. Das hatten wir hier. 9.11. Ja, das hatten wir alles schon.
Unleash your inner Huskerson, so nämlich. Ja, ich sehe uns eigentlich hier wieder raus. Locked. If I take the fuse out of the power box, the electricity will surely go off again. I have to use this chance to get someone to come here. Then I can escape. Wir sollen die Sicherung hier rausnehmen. Ja, gut. Kurz nochmal uns wieder resetten. Ich würde halt gerne irgendwas machen. Nicht draußen. Was übersehe ich? Ihr dürft gerne mitraten, ne? Wenn ihr wollt. Ja, Licht aus und dann einen Breaker. Habe ich auch schon gedacht, aber hier ist nichts. Oh, Moment. Den roten? Wait for someone to... They mustn't see me when they come in. I should hide next to the door. Yeah, you should hide next to the door. Hier? Come on. Somebody. Rot und gelb? Nur Alex, rotes. Are you in there? I found the key on the way here. I'll get you out. Sam? Oh, thank God. God. Please hurry. Let's get out of here quickly. Okay, kann ich den jetzt wieder reintun? Nein! Oh, fuck it. This way, Alex. Wir hören Where halt Sam. I can't see you. Das ist richtig. Wir sehen sie nicht. Over here. Wait for me. Oh fuck it, habe ich sie verloren? Sam! Sam! Oh, wie sie sehen sie nichts, ne? Was für ein Mist. Beruhig dich. Sam! Muss falsch abgebogen sein. Okay, nochmal. Wir gehen einfach stumpf geradeaus. Moin, Meister. Feldbruch, grüß dich. Hi. Höre Schritte. Ich will das nicht. Gott, wir haben geblinzelt. Warum blinzelt der? Alex, Money ein auf diesen. Ist der Ausgang. Hier haben wir wieder eine Taschenlampe. Könnte ich bitte die Taschenlampe nehmen?
Das ist auf jeden Fall besser als das Handy. Okay. Ich will das nicht. Wir sind da, da kommen wir her. In dem Bums gibt es natürlich jetzt gerade kein Licht. Sam, gib mir ein Zeichen. Seems like it's just me and Sam left in the park. Those guys have gone. Uh-huh. If you don't hurry up, I'm going home without you. Sam, where are you? Okay. Candles. What are they doing here? Okay, jetzt wird es verrückt. Okay, das Spiel zeigt mir da. Du musst da lang. Bitte. Jetzt. Du hast einen Weg gefunden. Du hast keinen Weg vorher gefunden. Ich biete dir jetzt eine Straße an, der du folgen kannst. Danke, Spiel. Genau das brauche ich. Sam. Oh, thank God. Please, let's get out of here quickly. Sam? Warum blinzelst du denn auch? You still don't get... Moin, Meister. Please, just tell me where Sam is. Aren't you tired of looking for her? I would go to the ends of the earth to find Sam. You are so pathetic. There's a much quicker way to find Sam. What do you mean? What way? Do you see that pond in front of you? Ach, come on. Why? Close your eyes. And jump in. Nein, ich will das nicht. Why should I? Because you can only see Sam again when you leave this earth. Ugh. Stop saying that. Sam was just here. Don't you think a painful truth is more important than a beautiful lie? That's what I used to say. Nein. Face the reality, Alex. Nein, das ist Wake nicht, up already. Das ist nicht die Lösung. But Sam wasn't only your sister. She was also my sister. Oha. She really is. Why, my sir? This earth has no meaning. How much suffering have we already had to experience? How much pain have we had to feel? How many blows of fate do we still have to suffer? Why can't we just have a wonderful life? Wonderful life! I don't know. Gather up your courage. And end this suffering already. Sam, I'm only doing this. Nein, mach das nicht! Mach das nicht, du Idiot! Ja, die Stimme sagt uns auf jeden Fall, es gibt eine schnellere Möglichkeit, Sam zu finden. Sam, please forgive me. Failure? I can't be the brother you wanted. I don't ich have bin the nicht gesprungen, anymore. I just can't. Do it, no matter how hard I try. Every time I take a step forward, it feels like I'm taking two steps back at the same time. It's a vicious cycle that I can't escape. The next time I see you, I'll have to confess this to you. Your brother is a loser, Sam. A lost lunatic that you can't be proud of. I'm so sorry, Sam. Okay, folgende Situation. Das Spiel will, dass wir zu diesem See gehen. Wir gehen zu dem See, wir hören von der unknown Stimme, dass es eine schnellere Möglichkeit gibt, als die ganze Zeit hinterher zu wetzen und sie zu suchen und ob ich es nicht leid bin. Und im Grunde genommen, gefühlt hat dieser innere Dämon gewonnen und hat uns dazu gebracht, in diesen...
ja, wie, was ist das für ein... Das ist ja kein See, sondern dieses... Ich sag einfach mal, Gewässer zu hüpfen, zu springen. Ich hoffe ganz, ganz fest daran, dass das jetzt wirklich nicht... Dass das gewollt ist und wir jetzt nicht irgendwie wirklich einen alternativen Part vergessen haben. Weil das wäre nicht richtig doof. Ja? Weil ich habe jetzt nicht die Wahl gehabt, ob ich springen wollte oder nicht, sondern das Spiel hat gesagt, du springst. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt. Sie sagten ja, Chapter 5 is coming soon. We are working as fast as possible. Sie arbeiten so schnell wie möglich am 5. Kapitel. Mit anderen Worten, es war schon richtig so, dass wir da jetzt gesprungen sind. Dennoch finde ich das nicht gut, weil es halt irgendwie suggeriert, hey, du hast Probleme. Spring doch einfach, mach es dir einfach. Bullshit, so halt eben nicht, ja. Sondern du musst halt kämpfen und das ist nicht der schnelle, richtige Weg. Never mind. Ich bin gespannt auf Kapitel 5. Das werden wir natürlich dann auch spielen. So, in dem Sinne, let's go.